Die Reiter-Revue-Redakteurinnen Caroline Huppertz und Cornelia Höstetter sind durch die Niederlande gereist. Sie haben dem Dressurwunder Totilas die Nase gestreichelt, seinen Vater Kribaldi kennengelernt und eine der größten Zuchtstationen der Niederlande besichtigt. Auf der Anlage der Resim Investment Group trainieren Edward Gall und Hans-Peter Minderhut. Eingang verboten. Doch für uns werden die Tore heute geöffnet. Hier lebt Wunderpferd Morlands Totilas. Relaxed steht der schwarze Hengst in seiner Box. Spielt ein wenig mit seinem Ball. Totilas hat zwei anstrengende Tage hinter sich. Mit Auftritten auf der Hengstkörung ins Herzogenbosch. Dort wurde der schwarze Hengst auch zum holländischen Pferd des Jahres 2009 gekürt. Die 60 x 20 Meter große Reithalle grenzt direkt an den Stalltrakt. Großzügig sind die Putzplätze, wo die vierbeinigen Stars geputzt und fertig gemacht werden. Ein Stalltrakt weiter lebt Risky Business, Galls erstes Grand Prix-Pferd, mittlerweile 20 Jahre alt und in Rente. Zur Anlage gehören neben zwei Reithallen, einem Dressurviereck, auch eine Führanlage. Ein Gebäude weiter befinden sich der Stalltrakt von Galls Lebensgefährten Hans-Peter Minderhut und die Besamungsstation von Holstutt. Longierhalle und Paddock sind ausschließlich für die Deckhengste, wie Vivaldi oder Johnson, reserviert, die in diesem Stalltrakt leben. In diesem Käfig steht zur Animation der Hengste während des Deckakts eine Stute. Besamungswart Jorgen van der Holst erklärt, wie er das Phantom für den Deckakt vorbereitet. Eingewickelt mit Plastikfolie, damit die Hengste sich nicht infizieren. In diesem großen Behälter wird der Samen der Hengste gesammelt. Die Station bietet je nach Saison Frischsperma oder auch tiefgekühltes Sperma an. Dieses wird in diesen futuristischen Behältern in die ganze Welt verschickt. Im Keller des Gebäudes residiert Minderhut. Spitzenpferd Exquise Nadine genießt nach der Arbeit die wohlige Wärme. Gewöhnungsbedürftig sind die Boxen, so ganz ohne Fenster. Und gemeinsam fahren Edward Gall und Hans-Peter Minderhut Richtung Deutschland zur Hengstschau bei Paul Schockemöhle. Unser nächstes Ziel liegt hoch im Norden, in der Nähe von Groningen. Das größte holländische Gestüt, VDL Stud, wurde gerade auf der Hengstkörung in 's-Hertogenbosch zum Züchter des Jahres 2009 gekürt. 700 Pferde leben hier, verteilt auf 4 Höfe. In diesem wohnhausähnlichen Stall leben 16 Deckhengste. VDL Stud arbeitet international. Die Samen werden in über 60 Länder exportiert. Erfolgreich verlief für das Gestüt auch die Hengstschau in 's-Hertogenbosch. 8 Spring- und 4 Dressurhengste bekamen die Zulassung zur Hengstleistungsprüfung. Die Zuchtstuten des Betriebes leben in Laufstellen mit Open-Air-Fütterung. Die kleinsten dagegen in Boxen zu zweit. Die Reithalle und die Boxen für die Sportpferde sind in diesem Gebäude untergebracht. Dann begannen die Vorführungen. Knapp eine Woche alt ist dieses Hengstfohlen von Arezzo Gallobet Nimmerdor. Dieses Hengstfohlen stammt aus einem Embryonentransfer und ist von Indoctro Jus de Pomme Ronville. Das 2 Wochen alte Stutfohlen ist von Appel Laurentin I Raimondo. Im Anschluss wurden uns die Stuten des Gestütes alle aus eigener Zucht vorgeführt. 4 Jahre alt, teilweise Elite-Stuten. Die 4-jährige B. Helena VDL Kör ist von dem Hengst Emmerton trächtig. Dann kamen die 9 Junghengste an die Reihe. Den Anfang machte Boss von Indoctro Nimmerdor Silbersee, ein 4-jähriger Hengst, der Champion der KWPN Stallion Selection 2009 war. Gefolgt von Bugatti VDL, von Silverstone, Indoctro Silvano. Der 4-jährige Baltic VDL von Caprice Jus de Pomme Wellington
war Champion des Stallion-Testes 2009. Eine der höchsten Auszeichnungen des KWPN für vierjährige Hengste, auf die das Gestüt sehr stolz sein kann. Zum Abschluss kam noch die alte Garde des Gestüts an die Reihe. Hengst in Doktro, mittlerweile 20 Jahre alt, aber kein bisschen müde. Der Schimmel Cardento, 18 Jahre alt. Und Corland, ebenfalls 20 Jahre alt. Zum Schluss gab es dann noch den Senior der Hengstriege, den 24-jährigen Emilion. Zum obligatorischen Gruppenbild versammelte man sich zum Abschluss gerne, nach so einem erlebnisreichen, informativen Tag.